bin Carla, ich bin Fachkinderkrankenpflegerin hier am UKM und arbeite seit 4 Jahren auf der Kinderintensivstation. Ich bin Anke und arbeite seit 7 Jahren auf der internistischen Intensivtherapiestation hier am UKM. Meine alltägliche Arbeit ist einfach die Versorgung von schwerstkranken Kindern, teilweise auch einfach postoperativ. Bei uns zählt es, möglichst schnell die Probleme von Patienten zu erkennen und nach Prioritäten zu handeln. Das heißt, zu erkennen, hat der jetzt ein Problem mit seinem Atemweg oder mit seinem Herz-Kreislauf-System und darauf adäquat zu reagieren. Ich habe mich nach 2 Jahren der Tätigkeit im UKM dazu entschieden, die Fachweiterbildung für Intensivpflege und Anästhesie zu machen. Das beinhaltet einfach, dass man eine Fachweiterbildung eben macht, wo man viele Sachen nochmal spezieller lernt, wo man einfach intensiv auf manche Krankheitsbilder eingeht. Ich fand es unglaublich hilfreich in meiner alltäglichen Arbeit. Ich habe in den 2 Jahren unglaublich viel dazugelernt. Die Weiterbildung würde ich auf jeden Fall empfehlen, und zwar für alle Altersgruppen, also für Kolleginnen, die erst 2 Jahre auf der Intensivstation sind, einfach um sich im eigenen Handeln nochmal zu reflektieren und auch zu verbessern einfach. Aber genauso ist es geeignet für Kollegen, die schon 20 Jahre im Job sind, weil sie einfach nochmal einen Blick auf andere Stationen erhalten und auch im Austausch mit den jüngeren Kollegen nochmal über den Tellerrand gucken können. Wir wollen die Patienten optimal versorgen, und damit kann ich es versuchen, das zu gewährleisten. Und wichtig ist gerade in der Kinderkrankenpflege, dadurch, dass man immer Eltern dabei hat, dass man denen das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Die Patienten profitieren insofern von meinen erweiterten Kompetenzen, dass ich mich in Kommunikation verbessert habe, in meiner eigenen Reflexion. Das heißt, dass ich mein pflegerisches Handeln optimieren kann, nach Prioritäten sortieren kann, dass ich auch Angehörige besser einbeziehen kann in die Pflege.